Hallo, mein Name ist Rebecca Gablé und ich möchte Ihnen eine kleine Kostprobe aus meinem aktuellen Roman Teufelskrone vorlesen. Der Roman handelt unter anderem von König John von England, dem jüngeren Bruder von Richard Löwenherz, den wir vor allem als den bösen Prinz John aus der Robin Hood-Sage kennen, aber er war ein bisschen mehr als das. Und wir treffen ihn hier zusammen mit meinem Helden Yvain of Warringham an einem Januarabend 1193 in einer Spelunke in Winchester. »Was setzt du uns hier vor, du kleine Schlampe?« hörte Yvain den Spielmann am Nachbartisch. Und ein Zinnteller ging zu Boden. »Bring mir was Anständiges!« Das Schankmädchen hockte sich in die Binsen, um den Teller aufzuheben, und der Spielmann trat nach ihr. »Wer war der Mann, der dich zur Königin begleitet hat?« fragte Prinz John im Plauderton. »Was?« Yvains Kopf fuhr so schnell herum, dass die Wirbel hörbar knackten. »Oh, nur ein Bursche aus Warringham, my Lord.« »Du hast eine bemerkenswerte Gabe, die Wahrheit zu umschiffen, ohne zu lügen. Das ist mir vorhin schon aufgefallen.« Das Mädchen hatte das verstreute Essen aufgesammelt und war auf die Füße gekommen. »Ich hole euch vom Eintopf, aber das Huhn müsst ihr bezahlen.« Mit einem wütenden Laut erhob sich der Spielmann und Yvain wollte ebenfalls aufstehen, um Gott weiß was zu tun, aber die Hand des Prinzen schloss sich wie eine Schraubzwinge um seinen Ellbogen. »Das war dein Bruder, nicht wahr?« Yvain war so ratlos, dass ihm ausnahmsweise einmal nichts zu sagen einfiel. Er hatte ja gewusst, dass sich hinter der Einladung des Prinzen irgendeine Tücke verbarg, aber hiermit hatte er nicht gerechnet. Am Nachbartisch fiel ein Schlag und das Mädchen stieß ein angstvolles Wimmern aus. »Ein Wort von mir an den Wirt«, und er setzte den Rüpel vor die Tür, eröffnete John ihm und packte noch ein bisschen fester zu. »Worauf wartet ihr dann?« konterte Yvain und biss die Zähne zusammen, weil der Klammergriff sich anfühlte, als werde er ihnen die Knochen zermalmen. »Ich will eine einfache, ehrliche Antwort auf eine einfache, ehrliche Frage. Ist der König tot?« »Denkt ihr nicht, davon hättet ihr eher erfahren als ich?« »Also nein.« Johns Gesicht erschien auf einmal fahl im Schummerlicht der Taverne. »Zu schade.« Er ließ ihn los, ergriff den Weinbecher und leerte ihn in einem langen Zug. Dann stellte er ihn langsam ab und mit einem Mal war das Lächeln zurück. »Meine Brüder zu lieben, fällt mir wesentlich leichter, wenn sie tot sind, habe ich festgestellt.«